bin ich? Das weiß ich noch nicht. If I knew the answer to that question, I might not make art. Das war eigentlich schon immer so ein Anliegen, dass ich mich eigentlich als Künstler nicht in den Vordergrund bringen wollte. Also ich als Person möchte ich nicht irgendwie interessant sein, sondern ich wollte immer, dass meine Arbeit irgendwie interessant ist. Und das war erstmal ein Dilemma, wie mache ich das? Ich verhülle mich eigentlich einfach komplett und habe dann eben das, was ich auch möchte, so diese Symbiose aus Gegenstand und Körper. I'm a normal person who have normal fear of heights. So when I go up there, I just try to endure the moment. I do care about the safety, and I do care about how I observe the city. I thought maybe the cityscape in front of me is just like my future. And we are living in the edge of the moment between the past and future. Ja, ich glaube, dass viele meiner Arbeiten Porträts sind. Und ich glaube, so sehe ich die Arbeit auch als Porträt. Letztendlich ist es auch eine Signatur. Eigentlich ist es auch eine Stecknadel, um einen bestimmten Raum zu definieren oder einen bestimmten Ort zu definieren mit einer Signatur. Und die Arbeit ist entstanden, ich glaube, 2007 in einer Reihe von Unterwasserskulpturen. Und es gibt die Arbeit auch ein zweites Mal in einer etwas kleineren Form. Und die ist nach wie vor installiert vor Martinique im Karibischen Meer auf dem Meeresgrund. Und die Arbeiten heißen Unterwasserskulpturen und sind eben eigentlich dafür da, versenkt zu werden. Ich glaube, es geht schon darum, irgendwie so das eigene Produkt zu versenken. Entschuldigung. Also die Installation ist genau ja für den Raum konzipiert, vor allem auch für den allerletzten Raum der Ausstellung. Das ist ein sehr wichtiges Moment. Die Installation besteht aus einer Wandtapete und auf dieser Wandtapete ist dann ein sehr großes Bild aus 6 Paneelen bestehend, also einzelnen Paneelen, die eine Art horizontales Kreuz bilden. Aber auch dann den anderen Hauptaspekt der Installation, den großen Fernseher, den vertikal aufgestellten Fernseher, der halt eben den Screen meines Bildschirms, des Telefons 1:1, fast live mit vielleicht 10 Sekunden Verzögerung überträgt. Die Facette von ich ist vielleicht diese Spiegelung, die wir selbst sind in diesem Screen oder digitalen Raum, was dann noch übrig bleibt vielleicht.